Also, ich zeige euch jetzt den Gaethje-Trip. Trick. Als erstes geht ihr auf Wii-Einstellungen. Dann auf Wii-Systemeinstellungen. Dann auf Datum und Uhrzeit. Dann geht ihr auf Datum. Dann stellt ihr auf 2000, egal welcher Datum. Also bei mir ist es jetzt der 12.04. Dann bestätigen, zurück. Dann geht ihr wieder zurück ins Wii-Menü. Es ist egal, wie ihr das macht. Dann geht ihr auf Animal Crossing. Dann drückt ja, wie immer. Dann redet ihr mit Olli. Guckt ihr, ob wirklich 2000 ist hier bei diesem Spiel. Dann guckt ihr, ob ihr zu viele Briefe hier in den Briefkasten habt. Hier. Da. Und dann speichert ihr wieder. Hört nicht auf die anderen da. Wenn ihr Stimmen hört. Wenn ihr es nicht hört, dann vergesst, was ich gesagt habe. Dann geht ihr wieder ins Wii-Menü. Dann wieder auf Wii-Option. Wii-Systemeinstellungen. Datum, Uhrzeit, Datum, dann macht ihr auf 2035. Kann man auch einfach dann 2000 hier zurückdrehen. Es geht schneller. Dann wieder ins Wii-Menü. Dann wartet ihr, bis das Zeichen kommt, dass hier wieder auf Animal Crossing gehen. Wenn es wackelt, tut mir leid. Da oben ist Wii Speak. Okay, ja, okay. Ihr müsst aber auch, also wenn ihr diesen Cheat macht, könnt ihr damit rechnen, dass vielleicht paar Bewohner ausziehen und schon viel Unkraut wächst. Naja, paar bisschen schon. Also ich würde gerade nicht zu viel machen. Zweimal im Monat reicht oder so. Ich würde es euch raten, weil sonst müsst ihr Geld zupfen, zupfen, zupfen. Meine Hand hat wehgetan wie die Sau. Leider.
So, dann geht ihr wieder raus. Eure Figur ist wieder. Klickt auf den Briefkasten. Dann seht ihr, ihr habt 99 Sternis Zinsen bekommen. Zinsen. Guckt. Zinsgewinn in Höhe von 99 Sternis. Von der Nintendo Bank. Und das war der Geldsheet. Kommt bald wieder! Und noch was. Ihr müsst mindestens 50.000 Sternis haben. Das geht ganz leicht, wenn ihr ein bisschen sammelt.